Moin, ihr Zwerster und Zwersterinnen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Farming Simulator 17. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Let's start again. Ja, meine lieben Freunde, in der letzten Folge haben wir ja ordentlich hier schon ein bisschen was gemacht, ne? Wir hatten ja schon gut Futter für unsere Kühe vorbereitet, die so langsam aber sicher hier mit ihrer Produktion durchstarten. Und ich würde sagen, wir starten auch in der heutigen Folge erstmal wieder durch und produzieren wieder eine Menge Futter. Ich gehe direkt natürlich in die Ego-Perspektive und verzeiht es mir, Leute, dass ich mich hier ab und zu mal verplapper oder so. Ich bin schon sehr, sehr lange wach und ich habe bis spät in die Nacht aufgenommen oder jetzt eher gesagt bis am frühen Morgen sogar durchgezogen. Es ist jetzt gerade aktuell 5:30 morgens, ja, und ich bin seit gestern Abend, ich weiß gar nicht, 20 Uhr schon am Aufnehmen. Ich habe natürlich auch tagsüber das ein oder andere Video schon aufgenommen gehabt, aber ich muss für eine Woche komplett vorproduzieren und damit jeden Tag möglichst 4 Videos kommen, ist das schon ordentlich Zeit, die da reingeht. Alleine in Herr der Ringe, 7 Videos, a halbe Stunde, da könnt ihr euch schon zusammenrechnen, wie lange ich dann dafür aufnehmen muss, ne? Und deswegen bin ich dementsprechend auch ein bisschen im Eimer und werde jetzt hier ein, zwei Parts aufnehmen von Farming Simulator und dann werde ich mich erstmal ins Bett begeben und werde dann im Laufe des Tages den Rest fertig machen. Und ja, mein PC, wie gesagt, der geht ja für eine Woche weg, weil ich ja eine Wasserkühlung einbauen lasse und deswegen muss ich halt komplett vorproduzieren. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall schon mal Heu und Stroh in unserem Essenswagen drin. Dann würde ich sagen, begebe ich mich auch direkt mal in die Karre rein. Und dann werden wir jetzt eben ganz schnell noch ein bisschen Silage da reinhauen. Und dann können wir schon für die Kühe die nächste Futtertour direkt raushauen. Sobald dann der PC wieder da ist, nächste Woche, werde ich dann auch anfangen mit dem Lenkrad und der Konsole Farming Simulator zu spielen, ja? Also sobald der wieder da ist, geht es dann damit los. Dann wird das auch richtig, richtig cool werden. Und da freue ich mich persönlich schon sehr drauf. Für die Leute, die sich jetzt fragen, warum ich noch immer nicht mit Konsole und so spiele. Wie gesagt, das wird dann kommen, wenn der PC wieder da ist. So. Und ja, ansonsten, wenn ihr Vorschläge habt, könnt ihr natürlich gerne auch jederzeit mir in die Kommentare schreiben. Also meine Idee ist es jetzt erstmal, wie gesagt, den Milchbetrieb ans Laufen zu bringen, damit ich einfach damit erstmal ein geregeltes Einkommen im Spiel habe und ja, damit jetzt erstmal was verdiene. Ich muss ja erstmal sowieso die ersten Einnahmen, die ich erziele, mit der Milch, die ich verkaufe, jeden Tag dann neue Kühe weitere holen und den Milchbetrieb immer mehr erweitern und vergrößern. Müssen wir sowieso mal schauen. Und ich muss jetzt den Strohwagen gleich auch mal holen. Denn wir müssen ja Stroh auch noch den Kühen geben. So, sehr schön. Das haben wir dann auch schon mal erledigt hier. Sehr gut. Da haben wir die nächste Futtertour fertig. Ich glaube, von der Silage, die wir hier haben, können wir sogar gleich noch eine zweite Futtertour machen. So, rückwärts, rückwärts, rückwärts. So, zack. Und dann wieder vorwärts. Sehr schön. Ah, ich komme schon gut zurecht, ne? Also das mit der Ego-Perspektive fahren, das klappt echt saugut. Und es schreiben auch viele in die Kommentare, dass sie das richtig, richtig geil finden, dass ich das so mache momentan. Weil die das dann irgendwie, die meisten Leute sagen, sie finden das halt einfach richtig cool so. Und das freut mich natürlich dann auch. So, jetzt müssen wir nur schauen. Jetzt lässt das Futter ab. Ja, sehr schön. So, dann müssen wir mal eben ganz kurz gucken, wie sieht es denn mit den Kühen aus? Wie weit sind die denn jetzt mittlerweile schon zufrieden? Also, die Produktivität ist auf 90. Ja, Futter haben die jetzt auch schon mal so ein bisschen im gelben Bereich, ne? Da werden wir jetzt nochmal eine Tour fertig machen gleich vom Futter. So, zack. Sehr schön, dann haben wir das auch erledigt. Oh Gott, muss hier ein bisschen aufpassen. So, kann er da nicht raus? Oder was ist das Problem? Er müsste eigentlich rückwärts hier... Oh Gott, muss da eigentlich dicke rückwärts rauskommen, ne? Ich bin ja auch hier nicht sehr gut reingekommen. Oh Gott, ey. So. Sehr schön. Passt. Oh ja, ich muss nur gerade fahren. Ich war sehr schräg noch. So, dann stellen wir das Ding erstmal wieder hier hin. So. Dann müssen wir wieder umsteigen in unseren Gabelstapler. Dann machen wir nämlich direkt, oh Gott, die nächste Tour Futter fertig. So, dann nehmen wir nämlich jetzt das Stroh, was hier so rumliegt noch. Bevor ich jetzt da diesen Berg umstoße oder den Turm. So, dann hauen wir das da rein. Zack. Sehr schön. Also das klappt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut hier. Gott. Zack, den spießen wir auch auf. Sehr schön. Und dann können wir nämlich direkt die nächste Tour fertig machen.
Na, finde ich auf jeden Fall eine coole Sache, dass das so leicht von der Hand geht hier in der Ego-Perspektive. Oh. Oh Gott. Oh. Ja. Das war, glaube ich, jetzt ein bisschen zu schnell gewesen. Entschuldigung, Leute. Entschuldigung. So. Zack, dann laden wir den wieder hoch hier. Sehr schön. Oh Gott. Du sollst hier noch nicht abladen. Jetzt. Sehr gut. Dann haben wir den auch drinne. So, dann parken wir unseren Gabelstapler hier, steigen wieder in unseren Futterwagen und dann machen wir nämlich das Futter mal klar hier für unsere Kühe. So, nice. Ja, sehr schön. Da bin ich mal gespannt. Können wir auf jeden Fall heute hier nochmal ordentlich alles vorantreiben. So. Da hoffe ich, dass die Silage jetzt auf jeden Fall dafür reicht, um noch eine Futtertour den Kühen zu geben. Das müsste aber eigentlich passen. Weil das ist noch relativ viel Silage, die hier rumliegt. Ich hoffe, es passt. Ich meine, wenn da ein bisschen nicht ausreicht, auch nicht so tragisch, dann kriegen sie einmal ein bisschen etwas schlechter abgemischtes Futter. Ich glaube, das wird halb so wild sein. Mal abwarten. Oh ja, jetzt sich die Teufel an die Wand malen. Aber so wie es aussieht, reicht die Silage, glaube ich, aus. Liegt noch sehr, sehr viel. Darf man auch nicht unterschätzen hier, diesen Hügel. So. Brauchen ja nur noch 25% quasi. Ah, sehr schön. Immer ein bisschen schwierig mit diesem Wagen zu drehen. Oh, obwohl, okay. Es könnte sehr, sehr knapp werden. Aber wir sind jetzt schon im grünen Bereich. Also jetzt ist das schon in Ordnung hier mit der Silage. Wir haben dann halt nur nicht die große Menge an Futter, ne? Gott, seht schon, ne? Der kippt so hin und her auch. So, dann saugen wir das Silo hier komplett fertig. Damit wir alles an Silage möglichst aufgenommen haben. Kann man sich auch nicht beklagen. So, rückwärts fahren. Ja, das ist das nämlich, was ich meine hier, ne? Mit dem Silo, ey. Das ist mega nervig. So, fahren wir hier nochmal drüber. Nehmen wir hier auch noch den Rest mit. So, zack, hier auch noch die Reste mitnehmen. Aber schon 88%. Sehr schön. Oh Gott. Das wollte ich nicht. So, sehr schön. Gut, da haben wir auf jeden Fall ordentlich was mit nochmal rausgeholt. Da können wir jetzt nochmal eine Futtertour machen. Und dann muss ich jetzt als nächstes erstmal gucken, dass ich dann auch Gras wieder abfarme, um daraus dann Silage herzustellen. Eieiei, warum steht hier eigentlich das Ding im Weg rum, ne? Da muss ich mich auch mal drum kümmern. Kann ich eigentlich die Sachen hier, diese Reste auch mit dem Wagen aufnehmen? Quasi und wiederverwerten. Nee, ne, das geht nicht. Schade. Ich hab gedacht, man kann das so aufsammeln. Das wäre zu schön, um da zu sein. Nee, da muss ich hier mit dem Traktor mit der Rolle nachher durch. Kriegen wir aber auch hin. So, dann kriegen die Kühe jetzt nochmal ein bisschen was zu futtern, ne? Dann sind die hier nämlich auch schon mal weit im gelben Bereich und die haben schon eine Produktivität von 90. Hier sieht man das auch. Milch ist jetzt natürlich noch nicht so viel bei rumgekommen, klar. Ja, das muss erstmal alles hier richtig in Schwung kommen und dann geht's hier auch ordentlich zur Sache. So, sehr schön. Oh Gott. Müssen wir den Wagen erstmal wieder gerade machen. Mhm. So, ich denke mal, das sollte passen. So, wo müsste der eigentlich rauskommen? Nee, nicht ganz, ne? Ich muss das Ding vielleicht etwas höher machen noch. Ah, passt das? Ja, hat gepasst, sehr schön. So, jetzt müssen wir den wieder ein bisschen drehen. Ah, so. Sehr schön. So, und dann können wir erstmal hier jetzt gucken, dass wir in unseren Traktor umsteigen. Genau. Denn wir werden jetzt noch eine Sache im Shop kaufen müssen. Und zwar, hatte ich das ja eben schon erwähnt, brauchen für die Tiere diesen Streuwagen, den hier. Den muss ich kaufen. So, den können wir jetzt direkt dann zurücksetzen. Und dann können wir nämlich mit dem Ding hier gucken, dass wir da oben erstmal bei den Tieren ordentlich Stroh in den Stall jagen, quasi. So, klingt ein bisschen komisch, ist aber so. So, zack. Ja, den muss ich sowieso mal sauber machen, den Traktor, ne? Das ist auch so eine Sache. Das müssen wir auch mal uns drum kümmern. Das werden wir alles dann jetzt machen, mal die Tage. Da habe ich ja jetzt genug Zeit, wenn ich die Videos vorproduziere. Dass wir den Hof hier mal so ein bisschen voranbringen, dass er auch mal nicht so verkommen aussieht. Oh Gott. Jetzt muss ich erstmal so fahren. Zack. Ja, sehr schön. Ja, dann können wir das Ding direkt nämlich hier mitnehmen und dann werden wir da gleich schön
die Kühe mit zufriedenstellen, hoffe ich zumindest, dass wir das tun. So, dann brettern wir mal schnell da hoch. Schnell geht das auf jeden Fall. Also, das ist schon mal gut. Also, mit dem Anhänger dran ist er trotzdem super, super schnell. Oh Gott. Und nicht zu schnell in die Kurven gehen hier. So, und dann würde ich sagen, dann fahren wir einfach hier so. Quasi, als wenn ich dir eh schon gleich reinsetzen will. So, aber jetzt muss da ja eh das Stroh erstmal in die Karre rein, ne? Da müssen wir mal schauen, wie wir das geregelt kriegen. Das wird nämlich auch wieder eine meisterhafte Aufgabe, die ich da zu erledigen habe. So, jetzt hole ich hier erstmal den Ballen. Den würde ich ganz gerne aufspießen. Ah, habe ich nicht geschafft. Ah, komm schon. So, den haben wir jetzt, den Ballen. Das ist schon mal gut. So, und den tun wir nämlich jetzt hier schön rein. Ich hoffe, dass ich ihn da schön reinkriege. Oh Gott. Ja, ist gar nicht so leicht. Wenn man jetzt nichts mehr sieht, das ist natürlich dann echt eine Sache so, ne? Da muss man jetzt echt gucken, also drauf achten, wie man das am besten hinbekommt. Dass die Dinger da auch wirklich dann schön in der Maschine drin sind. Weil das hatte ja nicht so gut geklappt letzte Mal. Ja. Hat das diesmal geschafft hier? Nee. Oh Gott, ey. Das ist eine Sache, okay, da muss ich jetzt echt ein bisschen frickeln erstmal. Weil die fallen da nicht ganz so leicht rein, die Strohballen, ist das Problem bei dem Ding. Das, ich weiß nicht wieso, weshalb, aber das ist echt ganz komisch, diese Karre. Vielleicht benutze ich sie auch total falsch. Das kann natürlich auch sein, ne? Dass ich das wieder total falsch mache. Wenn ihr da natürlich einen Hinweis habt, ne, was ich besser machen kann, schreibt mir das gerne in die Kommentare, Leute. Oh Gott, fahren wir hier wieder eins zusammen. So, dann werden wir jetzt erstmal gucken, dass wir hier dann oh quasi rausnehmen. Oh Gott. Oh Gott. So, habe ich den umgekippt. Ah, es liegt jetzt alles hier schön rum. Passt das ja. So, und dann werde ich den nämlich jetzt hier versuchen so reinzutun. Oh Gott. Ah, ich muss mal gucken. Und so. Ah, komm, nimmst du das? Okay. So, jetzt müssen wir das hier so ein bisschen reindrücken noch, wenn es geht. Das ist das nämlich. Das ist ganz schwierig hier. Wenn ich das so mache, dann ist das für mich leichter. Muss ich ehrlich sagen. Also in der Ego-Perspektive, die da reinzubekommen, guckt euch das mal an. Das ist richtig schwierig. Ich weiß nicht, man kann hinten diese Anhängerklappe aufmachen. Also da könnt ihr mir nochmal einen Tipp geben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Technik, die ich hier anwende, tut mir wirklich leid, Leute, dass ich da echt so unwissend bin. Aber ich weiß halt echt nicht alles in dem Spiel. Aber mir kann niemand sagen, glaube ich, dass das, was ich hier gerade mache, richtig ist. Ich glaube, das ist total verkehrt hier. Ich habe die immer so reingehauen. aber ich weiß, dass man hinten die Klappe aufmachen kann. Ich weiß nur nicht, ob man die da einladen soll dann. So, zack, dann laden wir den jetzt hier drauf. So, wenn man die nämlich dann schön so hoch nimmt hier. Und dann, oh, Moment. So, zack. Und dann schön hier so dran fährt. Dann schafft man das auch. Dass die Dinger da wirklich so drinne bleiben. So. Und dann kann ich nämlich hier umsteigen auf den Traktor. Und mit dem kann ich dann nämlich hier reinfahren. Gas gibt. So. Und dann können wir nämlich jetzt hier drinnen das Ding abschießen quasi. Da müssen wir jetzt einmal sagen, dass er das Gerät anmachen soll. Ja. Ich glaube so. Oder war das so? Ja. So, und jetzt geht hier nämlich das ganze Stroh rein. Sieht man auch, wie sich das füllt, ne? Da kriegen jetzt die Kühe hier nämlich auch noch Stroh dazu. Und dann geht die Produktivität ganz nach oben. Ja gut, da müssen wir noch bei Sauberkeit ein bisschen was machen, ne? Aber die haben jetzt Stroh halt. Ich muss das, glaube ich, nochmal aktivieren. Ich habe ja noch einen Strohballen hinten drin. So, und dann kriegen die hier nochmal ein bisschen mehr Stroh rein, ne? Und das müssen wir nämlich jetzt die ganze Zeit machen, bis dann hier alles schön voll ist. Und die Kühe, die produzieren dann schön ihre Milch. Und die können wir dann am Ende nachher verkaufen.
Ja, und dann würde ich sagen, das war's auf jeden Fall von der heutigen Folge Farming Simulator. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen nach oben da. Oh Gott, und einen netten Kommentar. Und versucht mir bitte mal in die Kommentare zu schreiben, wie ich mit dieser Maschine umgehen muss. Muss ich das so machen, wie ich es gemacht habe, oder mache ich das gerade verkehrt? Da bin ich auf jeden Fall auf noch ein paar Tipps angewiesen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach zum nächsten Part von, oh Gott, Farming Simulator 17 wieder. Und das Mähwerk, das muss ja auch mal ganz dringend weg hier. Es muss eh alles mal, ich muss mal alles vernünftig parken, aber den stelle ich jetzt trotzdem hier ab, weil den werde ich in der nächsten Folge eh wieder hier gebrauchen können. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder wahrscheinlich, ne? Bis dahin, haut da rein, tschüss zusammen.